Wir haben uns heute hier zusammengefunden, weil wir wieder einen Meilenstein abhaken können. Ein Meilenstein für die Inbetriebnahme. Wir haben vor 2 Jahren begonnen mit dem ersten Ziehen der Schienen durch den Albabstiegstunnel. Und wir wollen eigentlich bereits im nächsten Jahr, Ende des nächsten Jahres, fertig sein, denn wir brauchen das letzte Jahr, um die umfangreichen Versuchsabnahme- und Testfahrten durchzuführen, den Probebetrieb zu organisieren. Wir werden im Jahr 2022 hier fertig werden und den kommerziellen Betrieb aufnehmen. Wir werden dann noch nicht alles in Betrieb nehmen können, weil die entsprechenden Anschlüsse nach Stuttgart noch fehlen. Aber wir werden einen großen Teil dieser Neubaustrecke bereits in Angriff nehmen und über die Güterzugausfahrt, die eigentlich den Namen dann nicht verdient hat vor 3 Jahren, weil dann fahren dann ausschließlich Personenzüge darüber, aus Wendlingen die Strecke betreiben können. Noch nicht mit der vollen Leistungsfähigkeit, aber bereits mit den ersten 15 Minuten, die wir an Fahrzeiteinsparungen den Kunden weitergeben wollen. Um der bisherigen Realisierung der Neubaustrecke eine Dimension zu verleihen, habe ich Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren, ein paar Kennzahlen und Werte zusammengetragen, die die Leistung seit Baustart am ehesten beschreiben. Von hier bis zum Portal Ulm unterhalb des Albabstiegstunnels liegt eine Distanz von annähernd 26 Kilometern. Zählt man den Steinbügeltunnel dazu, hinter Ihnen, so hat die AG Bahntechnik Schwäbische Alb seit Aufnahme mit der Realisierung der festen Fahrbahn am 5.6.2019 ca. 30,5 Kilometer, und weil es bekanntermaßen 2 Gleise sind, 62 Kilometer feste Fahrbahn realisiert, sowie 10 Weichenverbindungen. Der wohl wesentlichste Arbeitsschritt, unter seiner weißen Bierzeltgarnitur allerdings verborgen, bildet die eigentliche Betonage der festen Fahrbahn. Gefolgt von einem zuvor minutiös geplanten Logistikkonzept der Arge, wurden ca. 100.000 Kubikmeter Beton angeliefert über Niederflurwagen und einem clevereren Transportkonzept mit Betonsilos und Gabelstaplern im Steinbühltunnel an seinem Bestimmungsort verfahren. So sieht quasi feste Fahrbahn aus in einem Tunnel, bevor die Fahrbarkeitsplatten draufkommen. So wird es draußen auf der ganzen Strecke liegen bleiben im Endzustand. Es kommt noch ein bisschen Schotter rechts und links hin. Aber im Tunnel bauen wir oben drauf noch Befahrbarkeitsplatten auf. Die sind ungefähr 20 cm stark. Wir sehen sie gleich. Die sind dafür da, dass im Fall der Fälle die Rettung, die Feuerwehr und wer auch sonst die Menschen retten kommt, in den Tunnel einfahren können, straßengebunden. Und deshalb müssen wir da zum dritten Mal ran, zum Betonieren. Mit der Befahrbarkeit sind wir jetzt quasi gerade von unten rauf betoniert und sind jetzt hier am Portal. Haben wir also unseren ersten Tunnel fast fertig, ein Stückchen müssen wir noch. Und dann fangen wir am nächsten an. Wir fangen von unten an rauf zu betonieren, weil wir können nicht bergab betonieren, da läuft es nicht mit um davon. Deshalb sehen wir da quasi noch gar nicht so viel. Das sind die vorgelagerten Schwellen zum Beispiel, die wir nachher auslegen werden. Und in dem Tunnel sind wir schon ganz viel weiter. Schaut so ein Eisenbahntunnel aus mit Schienen tatsächlich. Ungefähr in dem Bild geht es jetzt 5 Kilometer runter bis zur Hülsterbrücke. Und das sind eben diese Befahrbarkeitsplatten, die wir noch einziehen. Und auf der Ebene sind dann ungefähr 7,20 Meter Breite insgesamt, kann dann die Feuerwehr, die Rettung und alle anderen Blaulichtorganisationen fahren, im Falle der Fälle, um Menschen zu retten. Das Wichtigste bei der festen Fahrbahn ist, dass man kontinuierlich gleichmäßig betoniert und nicht ruckartig, um auch unter die Schwellen über den Beton reinzubringen. Das heißt, unser Fertiger wird stufenlos angetrieben, ist regelbar und mit einer konstanten Geschwindigkeit fährt. Das ist ein Förderband, der Betonmischer kommt daneben hin und leert seine ganze Trommel in dieses Förderband aus. Das wandert dann weiter und da vorne haben wir unseren Zwischenbufferspeicher, aus dem wir dann an 3 Orten auslassen können und rütteln. Und hinten nach wird dann händisch geglättet. Die Handarbeit bleibt nicht aus, sehr viel Handarbeit dabei. Und wir haben so, man muss das Gleis entsprechend halten und man kann es nicht maschinell machen. Deshalb sitzen da einige Leute drauf, die dann händisch glätten, dass die Oberfläche so ausschaut, wie sie dann ausschaut am Ende.
Es ist vor allem wichtig, dass unter die Schwelle, dass man so wie eine Welle schiebt, dass unter der Schwelle keine Luftanschlüsse sind. Hohlräume sind schlecht, gerade bei Hochgeschwindigkeitsstrecken ist das noch umso mehr. Und hinten nach sind dann noch Zelte für Nachbehandlungen von Beton. Da geht einer drüber und spritzt ein Mittel drauf, dass der Beton nicht zu schnell verdunstet und das Wasser zu schnell weg ist, was auch wieder zur Rissbildung führen würde. Und wir müssen dann, je nachdem, ab dem Zeitpunkt, das ist eine Gefühlsache vom Polier vor allem, der greift den Beton dann an und schaut, ob wir ausspindeln können. Betonieren dann wir nämlich das Ganze schwebend, also das Gleis wird eingerichtet, schwebt alles in der Luft und dann kommt der Beton rein. Und erst wenn der hart genug ist, kann man das Richtsystem, das das Ganze in der Luft hält, wieder ausbauen. Und das muss man aber zeitnah machen, nicht zu früh, nicht zu spät, weil wenn man es zu spät macht, sieht man bei den ganzen Löchern riesige Risse und Ausbildungen oder kriegt die Spindeln gar nicht mehr raus, was ein Sanierungsfall wäre. Und ganz hinten noch ist dann noch abgedeckt, dass vor allem gegenüber Sonneneinstrahlung Beton oder Schiene, gerade der Stahl mit Sonneneinstrahlung, die Schienen sind 120 Meter lang, die dehnen sich aus. Das wird dann dazu führen, dass er am Stoß aneinander steht und Spannung reinkommt und vor allem das Gleis dann irgendwie auch wieder Rissbildungen zum Beton. In diesem Zwischenpuffer kommt der Beton an und man sieht da die Auslässe, die wir haben. Einmal in der Mitte und jeweils am Rand sind hydraulisch zu bedienen. Man sieht die Flaschenrüttler, es muss entsprechend verdichtet werden und ordentlich. Und hinten nach sind da Möglichkeiten, dass man möglichst nah am Beton ist und die Handarbeit zum Glätten ausführen kann. Also in jedem dritten Schwellenfach ist ein Heberichtsystem drinnen mit den Spindeln. Und dann wird die Schwelle mit der Bewährung und die Schiene wird angehoben. Zuerst einmal grob richten, nennt sich der erste Arbeitsschritt. Das haben wir, sagen wir mal, von Zentimeter genau in Lage und Höhe. Und im Anschluss kommt der Vermesser, hat ein eigenes System, die Firma Intermetric. Die vermessen das und die sind dann bei einer Genauigkeit von 0,3 mm in Lage und Höhe. Und dann im Anschluss wird es eben zum Betonieren freigegeben. Und die Betonhöhe geht anhand von Kerben auf der Schwelle, wie hoch ich muss. Und das ist vor allem die Erfahrung von den Leuten, die da draußen sind und das machen, dass der vorne nicht zu viel Beton reingibt, weil sonst haben die hinten zu viel Arbeit. Wenn er zu wenig reingibt, haben wir ein anderes Problem wegen Betondeckungen und Plattenstärke. Und beim Musterdruck sieht man es dann nur, wie das ausschaut. Das ganze System hängt, bevor der Beton kommt, in der Luft. Das ist ein Musterdruck, den wir gebaut haben. So wird es im Tunnel ausschauen, auf der freien Strecke ist die Schalung und dann auch der Schotter, der noch kommt, was eben die Bankette rechts, links simuliert. Und wie man sieht, das Gleis wird vorn betonieren, über ein Heberichtsystem in die Luft gehoben, wird im Anschluss feingerichtet, dass es in der Lage und Höhe richtig liegt. Der Vermesser auf 0,3 mm genau. Im Anschluss baue ich den Beton ein, den Fertiger, den wir gerade gesehen haben. Und danach kommen die Spindeln wieder raus. Deshalb stehen sie auf Stahlplättchen, die sind eingefettet, muss ich zeitnah machen, nicht zu früh, aber auch nicht zu spät, weil ich sonst Risse im Beton habe. Und danach schaut das Gleis so aus, wie man es da sieht. Und im Tunnel kommen dann noch Befahrbarkeitselemente rauf, damit man wirklich eine Fläche hat. Wir stehen hier an der UST Steinbildtunnel. Das ist ein Teil vom Mittelspannungsring, die den Steinbildtunnel und Bosseltunnel mit Strom versorgen. Wir haben hier Trafostation, die von der Alpwerke eingespeist wird mit 20 kV. Die werden runtertransformiert auf 10 kV und damit werden dann mehr oder weniger die Trafostation im Tunnel versorgt. Hauptsächlich ist die Stromversorgung dafür gedacht, dass die Sicherheitseinrichtungen, die im Tunnel und auf der freien Strecke nötig sind, jederzeit mit Strom versorgt werden können. Zusätzlich haben wir noch Abnehmer wie GSMP, dass auch die Fahrgäste, während sie im Zug sitzen, ihren WLAN, ihren Internetzugang weiter nutzen können. Wir haben eine Sicherheitsbeleuchtung, wo versorgt werden muss im Tunnel. Energieversorgung für die Rettungskräfte im Tunnel, alle 125 Meter. Und das bildet so mehr oder weniger mit die Basis zur Stromversorgung. Dass dann die auch im Havariefall mit Strom versorgt sind und die Rettungskräfte jederzeit Stromzugriff haben.